Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. In der letzten Folge sind diese komischen Würfel hier aufgetaucht und wir haben jetzt die Erforschung von denen die höchste Priorität gegeben, weil wir haben absolut noch keinen Plan, was da passiert. Wir sind auch dabei, so gut wie möglich Edelmetalle zu verarbeiten. Hier ist aber alles aus, okay? Ah ne, du hier hast zum Beispiel ganz viel... Die haben die Ressourcen Edelmetall eingeladen. Ne, die brauchen wir noch. Die Produktion hier braucht die. Wir müssen aktuell gucken, dass auch unsere Polymerproduktion wieder ansteigt. Wir haben jetzt viele Missionen auch durchgeführt. Drei Passagiere. Und werden als nächstes von den Russen verdeckte Operationen Kolonisten rekrutieren. Ein paar Spezialisten würde ich gerne schicken. Der wartet auf 6 Offiziere, die mitfliegen. Und ist jetzt auf dem Weg. So. Die Shuttles ohne Shuttle-Zugang werden nicht von Shuttles angeflogen. Ich würde den mal zerlegen. Dann haben die auch was zu tun, weil das ganze Lager muss jetzt umgeräumt werden, aber das ist ja eh gut. Wenn wir die großen Lager haben, dann sollte das alles in die großen Lager getan werden und überall anders nur noch so kleine Universen sich befinden. Der muss jetzt anfangen hier zu räumen, du. Der hat zu tun. Wer ist schneller, unsere Roboter oder der Lagerkran? Lagerkran ist besser dran. 7 Spezialisten haben wir rekrutiert. Das ist cool. Das ist gut, das ist gut. Dasselbe machen wir dann noch von Brasilien. Verdeckte Operation, Rekruten und ein paar Spezialisten. Let's go. Nicht genug Kolonisten aktuell. Ja, die kommen aber gleich. Die sind gleich auf dem Weg. Ein paar Spezialisten ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir die kriegen, die müssen natürlich nur noch ankommen. So, wie wir jetzt... Die machte 3 Toast... Holy shit, das wird wirklich immer mehr. Konnte an speziellen Orten gelagert oder zerstört werden. Time to try something else. Können einen speziellen Lagern. A colonist has died. Verstand nur Selbstmord gegen. Oh Gott, no. 13 Passagiere, jawoll. Können wir die jetzt lagern? Wie ist das? Zerstören diesen Stapel. Wo kann ich die lagern? Würfeldepot. Dann bauen wir doch hier mal ein Würfeldepot hin, oder? Unbekannte akzeptieren. Wir können jetzt dekorative Sachen aus den Würfeln bauen, auch nicht schlecht. Ja, unsere Roboter freuen sich doch darüber, das zu machen. Die Rakete ist jetzt weg, macht die Mission. Achso, wir brauchen ein großes Lager dafür. Dann kommt davon auch... Dafür haben wir kein Lager, kann es sein? So. Ihr schwarzen Blöcke, ihr werdet jetzt gelagert. Mir wurscht. Also, schöne schwarze Blöcke. Ich kann jetzt dekorative Sachen aus dem machen, oder was? Roverdruck, ferngesteuerte Kontrolleinheiten, Transporter, Safari, kann ich alles bauen. Marsianer Aquädukt, Shuttle Dämpfer und Prozent erhöht. Mikroherstellung, neue Elektronikfabriken. Stellt ein aus Edelmetallen her. Intelligentes Haus. Schwerelose Medizin.
Moral aller Kolonisten in der Kuppel. Wir tun jetzt dann erstmal das erforschen, was wir brauchen. Das mit dem... Oh, 9 wurden wieder rekrutiert. Das ist cool. Dann... Schauen wir euch. Verdeckte Operation. Diesmal tun wir nur viele nicht so gute Leute rekrutieren. Schauen wir, ob die so schnell nachkommen, wie wir die jetzt hier absaugen. Wir nehmen denen jetzt schon ganz schön ordentlich die Sachen weg. Aber natürlich, die sind auch in Masse da. Bin gespannt, was wir mit dem machen können. So, da kommen jetzt wieder ein paar Kolonisten an. Wir haben keine Metalle mehr, das ist echt übel. Da hinten sind ja nochmal von denen. Sehe ich auf der Karte, wo die sich befinden? Nee. Sektor scanned. Der soll ich jetzt mal voll pumpen und dann mir die Sachen bringen. Ich brauche die ganz dringend. Wie pausiert. Das war's. We can't hide the truth from the public. Not when the colony's being swarmed by black cubes. Jetzt ist das ein Schatzwürfel wimmelt. Keine Wahrheit mehr länger öffnen. Ja, wir haben so schwarze Würfelis bei uns in der Gegend rumsitzen. Eventuell. Aber die Kolonie wird ja nicht überladen von dem Zeug. Das ist schon mal eine Falschaussage. 18 Rekruten. Eine ordentliche Zahl, du. Du startest direkt mal wieder. Mit 27 kann man wenigstens mal anfangen machen. Ausladen. Alles. Nur müssen wir gucken, dass wir so viel wie möglich von den Ressourcen wieder kriegen. 24 neue Bewohner. Schon mal etwas. So, die müssen sich natürlich noch ein Wohnheim suchen jetzt. Wie schaut es hier aus mit der Fortbildung? Sind die gleich halt alle hier eingezogen oder was? Scheint so. Ah ne, da stimmen auch noch ein paar rein. Die Wohnungen hier sind auch schon bummvoll. Ah, vielleicht sind die auch jetzt hier weiter. Hier scheinen jetzt 1, 2 zu wohnen. Hier scheint sich jetzt... Oh, jetzt haben sich hier auch schon viele eingezogen. 3 Obdachlose. Ich habe eine Wohnung zu wenig. Wie soll denn sowas passieren? Wir müssen auch endlich die nächste Kuppel bauen. Und schauen, dass wir die hinkriegen. Dafür brauchen wir halt noch mehr Metalle. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt so viel Metall wie möglich aufsammeln können. Das wird halt nochmal eine eklige Sache jetzt.
Bei uns fehlt selbst Polymer, haben wir zu wenig. Können wir dann eine Produktion vielleicht hier unten starten oder so? Ich bräuchte so eine Produktion halt hier unten nochmal. Polymerfabrik. Könnte ich mir leisten. Das ist auch schon da hinten gewesen. Jetzt kommen hier noch die ganzen Metalle, die wir hier abbauen können. So, da sieht. Holy shit! Wir hängen halt gerade voll am Zipfel. Hier sind wenigstens noch genug Metalle, dass wir die wirklich nutzen können. Wir brauchen halt wieder Massen, das ist das andere. Research complete. Wie viel hat er denn aktuell? Wie noch ein bisschen was. Wir schaffen das schon noch irgendwie. Für die Runden, stell das auf niedrigste Prio, stell das auf niedrigste Prio. 41, bringen es erstmal hier zum Lager. Entladen alles. Erstmal alles entladen. Komm schon. Wo ist er denn? Er soll sich beeilen. Schon. Wir haben halt riesen Lecke, die müssen gerade aktuell erstmal gelöscht werden. Kuppel. Oh fuck. Ressourcen. Verwenden die das schon? Sind die Löcher gefixt? Werden die Löcher gefixt gerade? Wir hier schon wieder. Leute, ich brauche mehr Lager. Das gibt's ja gar nicht, dass hier so viel Lagermaterial verbraucht werden muss. Und ich habe gedacht, ich komme locker aus. Okay, wie scheint, haben wir jetzt Großteil schon mal ein bisschen was repariert. Wie schaut es bei dem aus? Der braucht noch mehr Metalllager. Alter, das ist nicht gut, was passiert ist.
Erfahrung scheint auch super niedrig zu sein. So, wenn es gut geht, kriegen wir jetzt die ganzen Sachen hier wenigstens mal weg. Dann sind die hier schon mal. Adieu. Wir müssen jetzt erstmal das Lager füllen wieder. Wir sind, wie gesagt, noch einige Metallressourcen oberflächlich, die wir abbauen können. Und die müssen wir jetzt aktuell auch verwenden, weil wir sonst die gar nicht verwenden können, wirklich. Sonst geht das hier noch schief. Wie halt zum Beispiel aktuell jetzt gerade, wo wir extreme Probleme haben mit den Verbindungen. Und wir deswegen auf den Rover volle Wäsche angewiesen sind. Deswegen brauchen wir eigentlich dann hier auch unbedingt diese Ding, bloß ohne Metall steht die Hälfte. Unsere nicht verwenden wir alles. Die können bummvoll sein, so voll wir wollen, aber wenn das Lager nichts machen kann, stehen wir da. Deswegen müssen die jetzt hier auch schauen, dass sie so viel wie möglich hier entladen und durch die Gegend fliegen. So, jetzt bringen wir den wieder auf die in diese Ressourcenwelt zurück. Dann soll er da wieder aufladen. Dann schauen wir, dass wir so viel Metall kriegen, dass wir fürs Erste genug haben dann. So, das war jetzt der letzte Würfel dann, wo der hier gelagert ist. Hier haben sie jetzt natürlich Leute verabschiedet, weil sie keinen Bock mehr drauf hatten. Hier ist immer noch voll, das ist gut. Aber wir haben fast keine Nahrung mehr. Leute, wo arbeitet ihr denn? Ihr habt auch nichts, was viele Arbeiter benötigt in dem Fall. Da sind 1-2 Arbeiter drin. Ich sehe jetzt schon, dass wir unsere Nahrung... Nicht schon wieder Meteor Incoming. Ich glaube schon, wir brauchen endlich das, wie viel Wachstumszeit 4 soll. Wie viel haben wir denn noch? Dass das auch nicht bedient ist. Okay, wir lassen für dich jetzt mal das zu. Research complete. Staubabstoß, ne, schon mal positiv. Wie schaut es bei dem aus? Schon wieder alle Metalle, die ich habe, liegen in der Hand des Roboters. Scheiße. Kuppel ohne Lebenshaltung. Defektronen erhalten keine weiteren Anweisungen, weil wir angeblich keinen Strom haben. Aber wieso sollen wir denn angeblich keinen Strom haben, wenn wir volle Batterien noch vor der Haustür? Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Warum funktioniert die nicht? Die schon. Die nicht mehr. Die Kabel sind angeschlossen. Das ist doch komplett bescheuert. Aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.